Wie viel Geld brauche ich für mein Work and Travel in Neuseeland? Herzlich willkommen. Heute geht es um das spannende Thema, wie viel Geld brauche ich für mein Work and Travel in Neuseeland? Ja, und wer träumt nicht von einem Working Holiday oder einem Work and Travel in Neuseeland? Und dann kriege ich ganz oft die Frage gestellt, ja, wie viel Geld brauche ich denn? Da musst du zwei Dinge beachten. Nur zwei, ist wirklich eigentlich recht einfach. Erstens, für das Visum selber brauchst du einen Nachweis über 4.200 Neuseeland-Dollar plus entweder Geld für einen Rückflug bzw. einen Weiterflug aus Neuseeland am Ende deiner Reise oder du brauchst bereits den Rückflug bzw. den Weiterflug in irgendein anderes Land. Da reicht auch theoretisch ein kurzer Flug rüber nach Australien oder sowas. Was heißt das? Das heißt, am Ende sind es 4.200 Dollar, die du nachweisen musst, plus eben den Flug. Das heißt, im Normalfall würde ich da sagen nochmal 400, 500 Neuseeland-Dollar. Das heißt, dann reden wir über 4.600 Neuseeland-Dollar. Und das sind je nach Umrechnungskurs zwischen 2.500 und 3.000 Euro. Das heißt, wenn du diese Summe hast, dann bist du erstmal geldtechnisch zumindest, hast du die Voraussetzungen für ein Work and Travel erfüllt. Zusätzlich musst du aber natürlich bedenken, kommen noch Kosten, und zwar Kosten für den Visumsantrag, Kosten für eine Auslandskrankenversicherung, Kosten für den Hinflug. Das heißt, das alles ist außen vor, weil das brauchst du ja in dem Sinne, um überhaupt hier nach Neuseeland zu kommen. Meine Erfahrung, als ich damals hier hingeflogen bin, ich hatte 6.000 Euro angespart, die ja in Deutschland auf dem Konto gelegen haben. Mein Konto hatte ich oder habe ich immer noch bei der DKB und mit der Kreditkarte hatte ich einfach kostenlos Zugang auf das Geld bzw. Zugriffsmöglichkeit an das Geld hier, wenn ich also was in Neuseeland gebraucht hätte, zum Beispiel als ich mein Auto gekauft habe, habe ich das dann mit der Kreditkarte abgeholt. Ja, und so einfach kann es in dem Sinne sein. Also in dem Sinne 2.500 bis 3.000 Euro für die Bedingungen des Visums und dann eben noch ein bisschen Geld on top für den Hinflug, Krankenversicherung und dann bist du sozusagen ready. Ja, wie gesagt, also 6.000 Euro hatte ich, habe mir davon dann ein Auto gekauft, hier direkt nach der Ankunft und sowas. Und ich meine, das ist halt keine Voraussetzung, ne? Also du kannst ja auch mit dem Bus reisen oder was auch immer du findest, als richtige Reisemöglichkeit hier in Neuseeland ausgemacht zu haben. Busreise, eigenes Auto, per Anhalter fahren, alles Möglichkeiten. Ja, und ganz kurz und knapp, also heute das Video. Schauen wir mal, wann die Grenze wieder aufgeht. Und das Wichtigste persönlich für mich, was ich festgestellt habe, hier in Neuseeland, mit Kreditkarte kannst du fast alles machen. Das heißt, wenn du ganz einfach an dein Geld in Deutschland drankommen möchtest, hol dir eine Kreditkarte. Ja, einen Artikel dazu mit den aktuell möglichen und nützlichen Kreditkarten habe ich unten verlinkt und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns dann bald hier demnächst irgendwann in 2022 oder später sehen. Ja, und natürlich, wenn ich mich auch freuen oder worüber ich mich auch freuen würde, ist, wenn du einfach in unsere kostenlose Facebook-Community kommst. Da findest du Gleichgesinnte, die entweder gerade ihr Work and Travel machen oder die gerade ihr Work and Travel planen und bald hier rüberkommen wollen. Da würde ich mich sehr freuen. Besuch uns doch mal unter Work and Travel, sponsored by projekt-neuseeland.de. Ich bin Julian von Projekt Neuseeland und sage vielen Dank, schöne Grüße aus Neuseeland und bis bald. Ciao, ciao.